Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Aber erst noch machen wir den Zeiger groß und dann geht's los. Nämlich heute gibt es wieder eine Betonage, wie gestern vermutet. Und zwar die Schwindgasse hier bei D15. Große grüne Fläche ist jetzt hier drin. Und ich denke, wir gehen gleich auf die nächste Seite, denn viel mehr sehen wir hier nicht im Vergleich zu gestern. Danke übrigens für den Hinweis mit den Lichtaugen. Es ist auch ein bisschen logisch, dass die jetzt noch mit Armierungsstahl und dann zugegossen werden. Sonst hätten wir ja hier nur Kreise gebraucht und nicht diese kleinen Deckel. In Anführungszeichen klein. Also, wir gehen auf die Webcam Bahndirektion Süd. So sieht's aus. Das ist jetzt alles hier, wird ausgegossen. Man sieht durch das helle Licht der Sonne, das Gegenlicht. Das ist alles schon fertig. Und natürlich der untere Bereich, hier ist es noch ein bisschen tiefer. Und ja, D14 haben wir besprochen, gestern ist fertig. Schätze, wird dann von hier betoniert und ja, die Pumpe wäre dann hier mit außer Dienst gestellt und dann könnte sie von hier den restlichen Bereich von D15 bedienen. Ich nehme also an, dass das jetzt mit Schalungen wird die Schwindgasse geschlossen. Wobei hier ist ja noch ein Stück von der Schwindgassenseitenwand, das nach unten geht. Könnte sein, dass das nochmal einen extra Abschnitt gibt. Vielleicht wird auch heute noch was damit gemacht. Was ich aber jetzt nicht so ganz glaube, denn wenn da Schalungen hingestellt worden wären da unten, dann hätte es wieder Platz gebraucht. Und den Platz braucht die Pumpe. Naja, wir werden sehen. Kann man von hier nicht einschätzen. Also, das ist jetzt der dritte Abschnitt. Der erste war hier rechts, die Seitenwand bei D15. Und der zweite hier das große Stück unterer Bereich. Und jetzt kommt der obere Bereich hier bis zum Kran dran. Wird also jetzt noch, wenn das extra betoniert wird, zwei Abschnitte geben zum Ausgießen. So, die Folie ist aktualisiert. Hier auch. Danke für den Hinweis. Das hatte ich gestern übersehen. Da ist ja auch komplett gegossen worden, diese Deckenplatte. Nicht nur die zwei Abschnitte, sondern auch das dazwischen. Und das ist auch, danke für den Hinweis, habe ich aktualisiert, D7. Glaube, soweit passt alles hier. Diese Folie wird jetzt natürlich auch aktualisiert. Da wurde das reingeklebt. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, in der Videobeschreibung ist die PDF und dann kann man hier draufklicken und dann wird das nochmal in groß angezeigt. In der Videobeschreibung ist auch der Link zu Google Fotos. Wenn ich an der Baustelle bin und es ist nicht so viel los oder nicht so viel Veränderung, dann mache ich oft nur ein Foto und lege es dann auf Google Fotos ab. Aber natürlich auch andere Fans und ihr könnt alle dort eure eigenen Bilder ablegen. Oder auch Screenshots von den Webcams mit besonderen Hinweisen. Das wird dazu Genüge gemacht, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen für alle, die neu auf dem Kanal sind. Hier noch ein Blick von der Webcam, die auf der Hausjägerstraße 2 installiert ist. Da wird also dann heute Nachmittag das hier alles hell sein. Und jetzt noch mal zurück auf dieses Bild. Das ist jetzt beim Reinkleben und ich schaue gerade auf dem anderen Bildschirm, dass es eine Aktualisierung gibt.
Es ist ein paar Meter weiter. Also etwa bis hier. Gerade eben betoniert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.